Mike! Mike! Hey, Junge! Was? Lass uns doch gemeinsam den Tatsachen ins Auge schauen. Ich habe nicht aufgegeben, ich bin Realist. Lass uns in Ruhe, bitte. Ich hasse dich. Ich hasse dich, dass du einfach in mein Leben platzt und jetzt wieder verbissen willst, weil du aufgegeben hast. Schatz, tut mir leid, dass ich nicht früher aus dem Matrix kommen konnte. Ich konnte den Halbgeldini-Captain Peter irgendwie nicht alleine lassen. Dann habe ich dich auch irgendwie öfter versucht anzurufen. Du gingst irgendwie nicht ran, da habe ich mir Sorgen gemacht. Ist alles gut mit Frank gewesen? Seine Sachen sind ja noch da, scheint so. Was ist passiert? Frank hat Blutkrebs. Nicht mehr heilbar. Was? Komm her. Schatz, komm her, bitte. Gott, es tut mir so leid. Quasi gerade erst meinen Vater wieder kennengelernt. Ich bin nicht bereit, mich dafür jetzt wieder zu verabschieden. Wir haben erst Hope verloren und jetzt. Jetzt geht Frank auch. Vielleicht, die Diagnose muss kein Todesurteil sein. Guck Joe an. Joe hat aber keinen Blutkrebs. Mike, ich habe ein extrem schlechtes Gewissen, dass ich dich angelogen habe. Deswegen. Ich wollte halt nicht, dass du die Diagnose erfährst. Ich wollte's aber! Ich würde das gern wissen, wenn mein Vater todkrank wäre. Kannst du das nicht verstehen? Ja, doch. Aber! Wer bin ich für dich? Frank, wer bin ich für mich? Hä? Bin ich dein Sohn? Dann habe ich es verdient, dass du mir sowas sagst. Frank. Ich habe ja letztens so ein Telefonat mitbekommen auf der Terrasse. Wo du noch komisch zu mir warst, wo das Telefonat auch ein bisschen komisch war, hatte es was mit deiner Diagnose zu tun? Auch so spät abends noch? Hatte es was damit zu tun? Ja, das waren meine Ärzte. Ich habe zum Glück eine gefunden, die ich immer anrufen kann, wenn ich Probleme habe. Und ich habe ihr halt auch erzählt, dass ich ja mit Mike zusammen sein will. Dann ruf sie an. Ruf sie an. Weil du hast ein Scheißproblem, Mann. Du bist todkrank, du hast ein Problem. Hä? Was sagt sie denn dazu? Du kannst mir doch nicht sagen, dass es nirgendwo auf der ganzen Welt eine Therapie gibt, wo man das behandeln kann, was du hast. In Amerika, in Seattle, gibt es einen Spezialisten, ja. Aber ich halte davon nicht allzu viel. Und? Was heißt, du hältst davon nicht so viel? Wenn es einen Spezialisten gibt und eine Therapie, dann gehen wir halt dahin. Frank, wir reden hier über dein Leben, Mann. Ich kann nicht Chemo machen, aber das mache ich nicht. Ich will die letzte Zeit ein normales Leben führen. Verstehst du das? Verstehe ich.
du willst aufgeben. Nee. Du hast schon aufgegeben. Und das verstehe ich nicht. Baby. Wir schaffen das zusammen, okay? Aber nur als Familie. Diese beschissene Zeit, die überstehen wir auch, okay? Und wenn du irgendwas brauchst, Baby. Schatz, ich bin für dich da. Nach all den Jahren schaffe ich es irgendwie, dass dieser Mann zurück in mein Leben kommt, ja? Und jetzt? Jetzt haut er einfach wieder ab. Wenn du irgendwas brauchst, ich... Komm her. Baby, tut mir leid. Mike! Hey, Junge! Was? Lass uns doch gemeinsam den Tatsachen ins Auge schauen. Ich habe nicht aufgegeben, ich bin Realist. Lass uns in Ruhe, bitte. Ich hasse dich! Ich hasse dich, dass du einfach in mein Leben platzt und dich jetzt wieder verbissen willst, weil du aufgegeben hast. Weil du wieder nur an dich denkst. Entschuldigung, ich wusste gar nicht, darfst du überhaupt so was Fettiges gerade essen, oder? Eigentlich nicht, aber mache ich doch mal eine Ausnahme von der Regel. Also es ist... Außerdem kann ich jetzt gut was zu essen gebrauchen. Ich bin total durch den Wind. Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Das ist so viel Chaos, was ich in Mikes Leben anrichte. Das ist Quatsch. Ich find's genau richtig, dass Mike dich kennenlernen durfte. Stell dir vor, er hätte sich nicht verabschieden können. Er hätte dich nicht kennenlernen können. Ich hätte von Anfang an ehrlich sein müssen. Das ist doch der Punkt. Er ist doch kein Kind mehr. Das hätte ich alles nicht tun dürfen. Und dass er mich jetzt so hasst, die Art und Weise, wie er das gesagt hat, das ist so... so verletzend und so. Frank, ich kenne Mike. Er kann mit Emotionen nicht wirklich gut umgehen. Er ist sehr, sehr impulsiv. Aber er kriegt sich wieder ein. Ihr könnt das regeln. Ja? Dein Wort in Gottes Ohr. Mhm. Wer bist du eigentlich? Wer ist Frank Riedel? Ich meine, du wohnst hier schon seit Wochen. Wir sehen uns jeden Tag. Bei uns unterm Dach. Ich kenne dich fast gar nicht. Ist das wirklich deine Ärztin? Oder weil ihr seid sehr vertraut miteinander, beziehungsweise klang so. Oder ist es einfach nur irgendeine Affäre? Gute Idee. Nee, ganz ehrlich, keine Affäre. Ist meine Ärztin. Ich hole mal was zu trinken. Ich werde das Gefühl zwar nicht los, dass hinter diesem Telefonat mehr steckt, als Frank zugibt, aber ich will auch nicht unfair sein und irgendwas herbeibeschwören, was es nicht gibt. Frank ist todkrank und es hat gerade Prio. Mike, wo bleibst du? Wir warten die ganze Zeit auf dich. Die Teambesprechung. Hä? Ich hab zu tun. Was machst du da, Mike? Wonach sieht's denn aus? Ich baue einfach eine scheiß Kekspyramide. Seit wann trinkst du dieses harte Zeug? Und dann noch alleine? Ist alles in Ordnung? Ja, ist alles super. Hier, nimm Keks, verpiss dich. Mike, ist alles in Ordnung? Rede doch mit mir. Was ist passiert? Willst du nach Hause? Soll ich dir ein Taxi rufen oder so? Sag, bist du jetzt meine Frau oder was? Nein, aber ich sorge mich nur um dich. Bin ich hier der Chef? Ja. Ist das mein Laden? Ja, natürlich. Denn. Hä? Ja, aber ich sorge mich doch nur um dir. Ach, du sorgst dich um mich, alles klar. Ja, rede doch mit mir. Mike, sonst bist du immer für mich da und hilfst mir raus. Was willst du hören? Frank hat Blutkrebs und wird sterben. So. Hast du jetzt gute Ratschläge für mich?
Eben, halt auch gedacht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Aber wo weißt du das? Weil ich die Unterlagen gefunden habe. Okay. Und warum sitzt du noch hier? Warum bist du nicht? Was soll ich machen? Der wird sterben. Da gibt's nichts mehr zu machen. Du kannst doch noch die restliche Zeit mit ihm verbringen. Rede mit ihm. Habe ich schon. Du musst dich doch mit ihm versöhnen. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, und es ist nur Scheiße bei rausgekommen. Ich habe ihm Sachen an den Kopf geworfen, die nicht so nett waren. Ja, dann rede noch mal mit ihm und zeig ihm, dass du ihn liebst. Das ist dein Vater, Mike. Ja, mag sein. Und wenn er dich irgendwann mal gebraucht hat, dann jetzt? Ja, ich kann einfach nicht akzeptieren, dass der Typ jetzt wieder weg sein wird, und zwar diesmal für immer. Der kommt nicht wieder. Nicht nach 5 Jahren, nicht nach 10 Jahren, der ist dann weg. Und was willst du jetzt machen? Hier rumsitzen und dich besaufen? Geh zu deinem Vater und zeig ihm, dass du ihn liebst. Das ist Familie, Mike. Du sagst, dass er nie wieder kommen wird und willst hier rumsitzen? Pack deine Sachen und geh zu deinem Vater. Er braucht dich. Du bist jetzt der Mann mit den guten Tipps, ja? Nein, aber Familie ist alles. Ja, Mann. Ich muss dir leider recht geben, ja. Familie ist alles. Und du sagst mir das, Mann. Ich hasse das Schicksal und wie das gerade mit uns spielt. Und ich hasse das, dass wir irgendwie total machtlos sind dagegen. Junge, du hast was getrunken. Ist doch scheißegal. Es tut mir leid. Okay. Was ist jetzt mit der ganzen Sache? Du hast gesagt, Chemo machst du nicht, willst du nicht. Diese Therapie in den Staaten? Die gibt's. Ich habe ja selber auch noch mal recherchiert. Aber die kostet immens viel Geld, weißt du? Heutzutage können sich nur noch die Reichen das Überleben leisten. So traurig das klingt. Ach, ich hau ne Ei drüber, weil lass uns einfach die restliche Zeit noch genießen, ne? Ist euch denn ernst? Wir reden über dein Leben. Und wenn es da irgendeine Chance gibt, auch wenn die noch so klein ist, dann ergreifen wir die. Ich habe doch recherchiert. Ich habe doch nachgeschaut. Dann lass mich nachgucken. Du wirst auch nicht mehr finden als ich. Ja, aber lass es mich versuchen, okay? Natürlich. Verbieten kann ich sie ja nicht. Ne? Vielleicht finden wir ja was. Wie gesagt, probier's aus. Vielleicht machen. Hi. Hi, Baby. Habt ihr euch wieder versöhnt? Ja. Sieht so aus. Hey, du musst ins Matrix, ne? Ja, bald, ja. Irgendwann. Ich mach dir einen Kaffee. Ah, danke dir. Ich würde auch einen nehmen, bitte. Alles klar. Ich habe eine zweite Chance mit meinem Vater bekommen und ich werde nicht aufgeben. Geh ins Bett. Mach das. Gute Nacht. Hol dich gut. Dir auch. Okay, diese Webseite von der neuen Krebstherapie, die sieht eigentlich nicht schlecht aus. Und mir ist es eigentlich auch völlig egal, ob Frank daran glaubt oder nicht. Wenn es die Chance gibt, dann sollten wir die auf jeden Fall nutzen. Du bist ein richtiger Kämpfer, weißt du das? Natürlich. Krasser Tag. Krasser Tag. Fragst du. Guck mal, ich bin gerade auf der Seite von dieser neuen Krebstherapie. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Klick mal auf Erfolgsstories. Ne? Hm. Fiona aus Österreich schreibt, dass die Ärztin in ihrer Heimat ihr nur noch ein paar Wochen gegeben haben. Sie hat ihr Todesurteil schon fast unterschrieben, doch dann hat sie von einer neuen Methode in den USA gehört, einer besonderen Gentherapie. Sie hätte es niemals gedacht, aber nun ist sie geheilt. Der Blutkrebs ist weg. Krass, oder? Aber Schatz, kann man sowas auch faken, oder? Das glaube ich nicht. Kaufen? Ich war ja bei so einer Krebsforschungsseite oder sowas.
Ja? Stimmt gut. Schatz, kann ich dich allein lassen? Ich würde in den Laden. Alles gut. Ja? Ja. Viel Erfolg noch. Wenn irgendwas ist, ne? So viel kostet wohl diese Therapie. $217.000. Krass. Aber wofür gehe ich denn überhaupt arbeiten? Also wenn ich damit meinen Vater noch Lebenszeit schenken kann, dann ist es doch jeden Euro wert. Was denn jetzt? Ja, kennst du jetzt auch noch hier die Leute vom anderen Ufer oder was? Wie läufst du überhaupt rum? Ja, was fährst du mich denn jetzt überhaupt an, Alter? Mann, verpiss dich doch einfach, du dreckige Schwuchtel! Ich präsentiere mein neuer Workshop. Selfcare? Was ist Selfcare? Ach, Car-Auto. Selbstfahrendes Auto. Ja, ich baue heute selbstfahrende Autos im Café. Ja, Leif Weber, genau. Ich hab's mir anders überlegt. Also ich lehne das Therapieangebot ab. Dankeschön, vielen Dank, gell? Tschüss. Was? Du hältst deine Schnauze.